Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder eine neue Spielsession, nehme mal wieder ein paar Parts auf. Ich weiß es natürlich nicht, dass wir uns so langsam dem Ende nähern. Und ja, wir sind zur Hoyts Hauptquartier. Da waren wir, glaube ich, das letzte Mal stehen geblieben. Denke mich noch erinnern zu können. Und da fahren wir jetzt einfach mal hin. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wird das hier überhaupt? Was ist denn hier los? Okay. Da gammelt da rum. Hier hätten wir eine Aufgabe. Lieferung. So, ich würde sagen, da unten ist Hoyts Hauptquartier. Schauen wir, dass wir hier irgendwie heile runterkommen. Naja, fast. So, wir müssen nochmal schauen. Ich würde eben auch ganz gerne, da hinten sind schon wieder Feinde. Ich würde eben auch ganz gerne nochmal Munition aufrüsten, weil ich weiß ja gar nicht, was mich hier erwartet. So, das müsste auf jeden Fall das Hauptquartier sein. Hat wir nicht noch? Ja, genau. Okay. Naja, dann schauen wir eben mal. Dann laufen wir erstmal zum Hauptquartier. Was soll's? Hier grunzt schon wieder das erste Schweinchen. Und ach, das Wichtigste habe ich vergessen. Ihr kennt's ja. So langsam von mir. Ohne Zeitlimit ist das immer ganz schlecht. So, okay. Ja, wir sind zu Hoyts Hauptquartier. Bis jetzt war das Spiel ja, muss man mal so sagen, ein bisschen wie endgeil gewesen. Ich habe auch einige Parts aufgenommen. Also, puh, das müsste jetzt ja hier schon fast Part 80 sein. Oder um die 80 oder irgend sowas in der Art und Weise. Ich weiß es gar nicht so genau. Und wie gesagt, also, da seht ihr auch, das ist doch etwas umfangreicher. Also, ich hatte ja auch in den letzten Parts immer mal wieder so gesagt, sicherlich, man kann das Spiel ohne Probleme in 40 Parts durchspielen. Manche schaffen das wahrscheinlich auch in 35. Aber, wo bleibt der Spielspaß? Das frage ich mich dann immer wieder so. Da habe ich doch hier nichts gesehen, habe ich doch hier mal nichts entdeckt oder untersucht oder sonstiges. Sondern bin einfach nur durch die Hauptmission gerannt und das war's gewesen. So, ist das Sinn und Zweck, wenn man sich ein Spiel für 60 Euro kauft? Ich weiß nicht, ob man dann das Spiel nicht etwas genießen sollte. Natürlich dauert es eben länger. Und, das ist aber eben so. Ah, jetzt kriegen wir es mal an von Dennis. Wie läuft dein Attentat auf Hoyt? Ich bin so stark wie nie. Sag Citra, er ist so gut wie erledigt. Keine Sorge. Ich bin immer an Citras Seite. Ja, an Citras und an meiner. So, was ist das für einer? Sprich mit Sam. Ah, okay. Alles klar. Hey, Sam, alles klar bei dir? Zeig dir in dein Pokerface. Du bekommst nur eine Chance. Komm. Oh, oh. Tja, das sind wir wohl ein Holzhauptquartier. Das ist Forster. Ah, da ist der kleine Pisser. Eine Zigarette Hoyt, der Arsch. Du, setzen. Wo sind die Liste der Verräter und die Fotos? Hier. Ja. Echt tolle Arbeit, Junge. Hier, rauch zur Fahrt eine Cohiba mit mir. Das war echt mal eine Show da unten. Ich rauche nicht. Oh, du hast Schiss wegen Krebs. Das ist Hühnerkacke. An Krebs stirbst du bestimmt nicht. Du siehst aus, als wolltest du in meinen engeren Kreis, Foster. Aber hey, ich kann Menschen lesen. Und du? Bist ein Springer. Du springst von Job zu Job, legst dich nie fest. Ich bin schnell gelangweilt. Naja. Weißt du, womit man seine Angestellten wirklich glücklich macht? Angst. Also, Hobbys. Kochen, malen, Filme, Crystal Meth. Was sind deine? Ich jage gern. Ich bin selber Jäger. Das edelste aller Hobbys. Bloß jage ich das echte Wild.
Ich kann dich zu Sklavenmärkten schicken in Rio, Hongkong, New York. Wir sind ein globales Unternehmen. Globalisierung ist die Zukunft. Bringt Sachen aus der ganzen Welt zu mir. Nimm die US-Industrie. Die machen eine 1, 2, 3 auf eine Kontaktlinse. Und wenn ich sie mir dann ins Auge tue, weiß ich sofort, ob sie richtig rum ist. Also, warum 1, 2, 3 und nicht ABC? Tja, na klar, so können sie es in die ganze Welt exportieren und direkt bis zu mir. Und was passiert, wenn ich sie drin habe? Du siehst die Zahlen nicht mehr? Ist das nicht unglaublich? Das nenne ich mal Fortschritt. Das ist Zivilisation. Aber ein paar Typen raffen es einfach nicht. Siehst du das Boot da? Ich habe es mit seiner Besatzung entführt. Aber der Kunde will außerhalb seiner Landesgrenzen einfach nicht verhandeln. Bah! Ich bevorzuge die europäischen Aufnahmen. Die Bläser in amerikanischen Orchestern sind zu bombastisch. Oh, darum geht es, Foster, nur darum. Ich ernte meine Sklaven in der ganzen Welt. Und genau wie diese Kontaktlinsen ist mein Produkt universell. Gut, du musst was für mich erledigen. Ich habe einen Gefangenen unten. Finde heraus, wer der Kerl ist, wer seine Wohltäter sind. Und dann schlägst du ihn, bis er nicht mehr stehen kann. Sam geht mit dir. Alles klar. Oh, ich behalte die Kamera im Auge. Ich sehe so selten einen echten Profi bei der Arbeit. Na los. Hey. Enttäusch mich nicht. Ja, da haben wir mal ein kurzes, kleines Gespräch mit Hoyt gehabt. Also irgendwie kam der mir auch ziemlich troffen. Ja, ist klar. Irgendwie sah der mir auch ziemlich troffen aus. Ich habe keine Ahnung so richtig. Aber ich glaube, die sind ja alle dem Drogenwahn verfallen, wenn ich sehe, was hier so rumsteht. Schön den Arsch zusammenkneifen. Was ist denn mit euch? Ihr seid aber schwul. Die ist aber eindeutig nicht schwul. So. Bloß nicht so an, Junge. Ja, hier steht ja einiges an Drogen rum und so weiter und so fort. Ich glaube, die ziehen sich ja alle dermaßen zu. Also keine Ahnung, was hier los ist. Die Piraten haben keinen Anführer mehr. So, wir sollen auf jeden Fall mit Sam sprechen. Da scheint hier unten zu sein. Da ist er. Wo hat heute das her? Er kommt nicht zu meiner Pilotenscheinfeier nächsten Monat. Mann, du weißt, dass dein Bruder immer sein eigenes Ding macht, oder? Oh yeah! Keine Kokosnuss für dich. Hey! Hatte Doug nicht gesagt, die Insel wäre menschenleer? Da sind sie! Packt sie! Alle sofort weg! Hilfe! Lasst mich los! Wirft sie in den Wagen! Eieiei. Das war aber nicht gerade sehr schön. Das sieht gut aus. Hier liegt Munition rum. Die brauchen wir auch. Wir wissen ja gar nicht, was uns jetzt hier erwartet. So, da haben wir auf jeden Fall erstmal Sam. Mit dem Quatsch machst du mal eine Runde. Hier lang. Na klar, wie wird das enden? Du tust es und Hoyt vertraut dir. Glaub deinen eigenen Lügen. Und denk dran. Lächeln. Da ist eine Kamera. Hier ist der Gefangene für das Verhör. Oh, fuck. Riley. Wer bist du? Wie lautet dein Name? Was? Dein Name! Riley Brody! Ach, mein Gott. Wer hat dich auf diese Insel gebracht? Mein Bruder. Wo ist Jason jetzt? Wo? Keine Ahnung. Glaubt er, dass du tot bist? Für wen arbeitest du? Ich stelle hier die Fragen. Wo sind die vier Leute, die er entführt hat? Keine Ahnung, ich will nur raus hier. Die Kamera ist jetzt in einer Schleife für 38 Sekunden. Riley. Jason? Du lebst.
Verdammte Scheiße, gehörst du zu denen? Nein, ich hol dich raus. Okay, okay. Wo ist Grant? Er ist nicht hier, aber ich, okay? 26 Sekunden. Wir gehen, jetzt. Nein, wenn du das tust, dann erschießen doch gleich selbst. Wir sabotieren und töten heute. Wir zwei lenken die Wachen ab, Riley rennt. Nein, er wird es nie aus dem Gebäude schaffen. Hör auf ihn, okay? Ich kann nicht weg hier, Mann. 9 Sekunden, schlag schon zu oder heute weiß Bescheid. Was? 5 Sekunden. Mann, tu es einfach, ich kann nicht mehr, aber versprich mir bitte, dass du mich holst, okay? Eieieiei, das war natürlich auch mal ein kompletter Schwinger gewesen. Och du Scheiße. Was macht er denn? Ja, ich glaube, wir können aufhören. Eieieiei. Was ist aus mir geworden? Das reicht jetzt. Lass ihn. Du bist der beste Pokerspieler, den ich kenne. Ich brauche einen Drink. Hey, toll gemacht mit dem Namen. Kreativer Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir, Junge. Hör mal, ich möchte, dass du mit mir Poker spielst. Sam, du bist auch eingeladen. Wir sprechen übers Geschäft. Sag mir einfach wann. Ich habe Zeit. Gut. Schön. Und der gute Sam wird dir alles sagen. Pokerabend. Spielst du auch mit, oder was? Ich will ihn töten. Ich habe einen Plan parat. Zuerst zerlegen wir Hoyts Kommunikationsnetzwerk und sprengen dann sein Treibstofflager. Das Chaos in seiner Truppe gibt uns die Chance, ihn beim Pokern zu erledigen und Riley zu retten. Ist das gut, ja? Ja, sehr. Ja. Triff mich am Treibstofflager, wenn die Funkzentrale ausgeschaltet ist. Damit sind Hoyts Männer taub und stumm, hä? Taubstumm quasi. So, wir haben wieder einen Erfolg erzielt, all in. Ja, wir mussten nicht viel machen, außer uns hier ein paar Sequenzen anschauen. Aber war sehr spannend, war sehr cool. Ist ja auf jeden Fall geil gemacht. Everything's got a moral, if only you can find it. So. Schwarzmalen. Ja, Schwarzmalen. Wen sollen wir denn schwarz anmalen? Haben wir hier irgendwie einen Schwarzmalstift oder so gekriegt? Hahaha, Brüller. So. Wir schauen einfach mal. Wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt erhalten. Vielleicht können wir ja auch schon wieder ganz andere Fähigkeiten. Moment. Hallo. Hier muss man hin. Ne, müssen wir nicht. So, Moment, Fähigkeiten. Vielleicht haben wir da ja auch schon wieder ein bisschen mehr freigeschaltet. Was haben wir hier? Revolver hält, nimm einen Gegner seine Pistole ab und tötet damit weitere nahestehende Gegner. Ah, das klingt auch nicht schlecht. So, haben wir hier noch irgendwas bekommen? Okay. Und hier war es eigentlich auch nichts weiter. Wir könnten... Ah, den können wir noch nicht nehmen. Okay. Nehmen wir einfach mal den. Oh, wir haben ja 6 Erfahrungen. Oh, grüne 9. Ja, ich glaube, da können wir ja alles nehmen. Langwaffen ist verbessert. Treffsicherheit mit LMGs, Scharfschützen und Sturmgewehren beim Schießen aus der Hüfte. Okay. So. Moment einmal. Und nehmen wir halt eben das mal noch. Du erleidest weniger Schaden bei Tierangriffen und verringerst die Gefahr von Gegnern umgestoßen zu werden. Du findest mehr Geld beim Durchsuchen von Gegnern. Verbessert die Stabilität deines Bogens beim Ansetzen zum Schuss. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann nehmen wir mal diesen Takedown hier noch. Jawohl. So,
Das können wir noch nicht machen. Und Seilrutsche nehmen wir mal noch. Was haben wir hier? Weiche Landung verringert den Schaden, wenn du bei Stürzen erleidest von 25%. Das ist ganz gut, weil ich immer gerne über Stock und Stein laufe. Du kannst länger mit stationären Waffen vor sie überhitzen. Okay. So, da haben wir wieder ein paar Fähigkeitspunkte erhalten. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Hier ist gerade wildes Gekreische. Wie wir denn hier wieder rauskommen, wo wir überhaupt hin müssen. So, hier vorne ist das Tor, das ist auch offen. Ja, du mich auch. So, Moment. 1800 Meter. Ja gut, das wird eine längere Reise. Da werden wir wahrscheinlich unsere Schnellreise benutzen. Oder fahren eine Runde mit dem Boot und schauen uns ein bisschen die schöne Landschaft an. Das weiß ich noch nicht. Wir schauen einfach mal. Hier haben wir noch eine Kiste. So, und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, weil dieser Part ist erstmal hier am Ende. Und bis dahin euch noch viel Spaß. Tschüss.